Rund 7 Millionen Bulgaren sind am Sonntag aufgerufen, in einer Stichwahl ihr neues Staatsoberhaupt zu bestimmen. Der russlandfreundliche Ex-General Rumen Radew liegt in den Meinungsumfragen deutlich vor der pro-westlichen Kandidatin der bürgerlichen Regierungspartei, Parlamentspräsidentin Tsetska Tsatcheva. Der ehemalige Oberkommandierende der Luftwaffe wird von den oppositionellen Sozialisten unterstützt. General Radew ist ein Politneuling, der Zuspruch von Menschen erhält, die mit dem als korrupt und verfilzt empfundenen Establishment unzufrieden sind. Radew hat sich für eine Verschärfung der Grenzsicherung ausgesprochen. Der Ausgang der Stichwahl ist auch für das Überleben der Mitte-Rechts-Regierung entscheidend. Ministerpräsident Bojko Borissow will bei einem Scheitern der Regierungskandidatin Tsatcheva zurücktreten. Die 58-jährige Juristin war vor der Wende Mitglied der damaligen kommunistischen Staatspartei. Dass 27 Jahre nach dem Ende des Kommunismus zwei Ex-Kommunisten das höchste Staatsamt unter sich ausmachen, kommt bei Reformkräften und Antikommunisten nicht gut an.